Juhu! Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Train Simulator 2016. Der Rob spielt das und wir befinden uns auf der Strecke Very Lines. Und wir werden heute mit dieser wunderbaren Class 37 durch den Osten Englands fahren. Und ja, ich hoffe, die Lok ist jetzt nicht zu laut, aber ich habe den Sound extra mal ein bisschen hochgedreht, damit man das gut verstehen kann. Wir fahren heute von Lowestoft, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, nach Norwich. Wir können ja mal ganz kurz, wir haben ja noch genug Zeit, einen kleinen Blick auf die Karte werfen. Die Strecke ist folgendermaßen aufgebaut. Also praktisch wie, also hier oben ist Norwich, hier ist Great Jarmouth und hier unten ist Lowestoft. Hier in der Mitte ist Ritam, wo dann sozusagen, wo man hier nach Great Jarmouth noch abbiegen kann. Oder halt hier nach Norwich weiterfahren kann. Und wir werden heute hier über, wie hieß der Ort nochmal? Ritam nach Norwich fahren. Also hier diese Strecke hoch. Und ja. Wir werden da an jeder Station halten, die es so gibt. Die Strecke ist übrigens von Armstrong Powerhouse, die sich bis jetzt eigentlich fast nur auf Sound-Updates spezialisiert hatten. Aber sie wollten mal eine Strecke rausbringen und ich finde, es ist eine wunderschöne Strecke geworden. Und sie haben halt auch diese Class... Oh, wir sollten abfahren. Diese Class 37 gebaut. Da muss man hier unten mit der Taste Y immer den DRA ausmachen. Sonst fährt die ganze Kiste nicht los. Wir lösen mal die Bremse. Fahren mal ein Stückchen. Von außen wirklich eindrucksvoller Sound. Einfach wunderschön. Von außen eine Pracht einfach. Ja. Wir werden das Ganze mal versuchen. Ich hoffe, ich bin auch laut genug, aber es geht schon. Oh, Vorsignal steht auf. Halt erwarten. Wir werden mal ein bisschen bremsen. Ich habe natürlich völlig enthusiastisch schon Gas gegeben. Die Class 37 ist übrigens eigentlich die von Dovetail Games. Also das ist auch eine Voraussetzung für diese Strecke. Es gibt da auch noch ein paar andere Streckenvoraussetzungen für die Strecke. Leider, finde ich. Aber ja, wenn man englische Strecken mag, sollte man die eigentlich haben. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Strecke ist frei, wir wollen geradeaus. Wenn man das hier sieht, sind ja Formsignale. Semaphoren, wie die Engländer sagen. Und das wäre jetzt die abbiegende Strecke sozusagen, der linke Teil, und der rechte ist unser Signal, also es ist grün. Wunderbar, wir halten sowieso in Oldenbrot. Und ja, da braucht man nicht viel. Da brauchen wir nicht mehr viel Gas zu geben.
Ja, die Class 37, wie gesagt, von Steam sozusagen, aber ein Repaint und auch der Sound wurde verändert. Das Abgas, was ausgestoßen wird, ist jetzt synchron zum Sound. Und dieses GSMR-Panel, was man hier sieht, also der Innenraum, also das Cap wurde auch stark modifiziert. So, nachdem ich hier so reingeschlichen bin, sollten wir doch mal anhalten. Türen auf. Hier vorne. Der Rob mit Warnweste. Ja. Ja, ihr habt es ja eben schon gehört in dem Soundbeispiel. Wunderschöne Geräusche einfach vom Dieselmotor, der dann auch da irgendwie anscheinend irgendwie schaltet oder sowas. Also wie so ein Getriebe oder irgendwas ist da wohl auch eingebaut. So, wir wurden angepfiffen. Oldenbroad North Station. So, hört sich das Ganze von innen an. Wunderschön. Sommerleighton, Gleis 1 ist unsere nächste Station in ungefähr 3 Meilen. Ihr seht das hier unten. Da muss man auch mal warnen, wenn die dem Zug so ein wunderbares Horn spendiert haben. Innen hört sich so an. Also schon Innen- und Außensounds getrennt. Wunderschön gemacht, finde ich das. Etwas abschalten. Haben ja fast die meisten 60 Meilen erreicht. Die Strecke ist übrigens ungefähr 44,1 Meilen lang. Das sind 70,97 Kilometer. Ich glaube sogar 70,97270. Ja, habe ich eben mal ausgerechnet. Also ungefähr 70 Kilometer Strecke. Und was hier noch ist, jetzt im Moment hört man ja so Sounds, dass die Schienen halt nicht richtig verschweißt sind. Und das haben die wohl sehr akkurat nachgebildet. Es gibt Bereiche auf der Strecke, wo die Schienen halt richtig miteinander verschweißt sind. Und es gibt Teile der Strecke, wo die Schienen halt so auf Stoß montiert sind sozusagen. Also dass im Winter zum Beispiel dann auch eine größere Lücke entsteht. Wir schauen mal hier eben kurz raus an diesen Fußgängerbahnübergängen. Steht nämlich immer ein Schild und da sollte man dann anrufen. Ihr könnt euch das ja mal mit der Pausetaste durchlesen. Sehr schön gemacht. Das ist der Übergang. Einfach so ein Tor mitten in der Landschaft. Also man soll dann, so habe ich es mal gelesen, beim Fahrdienstleiter anrufen und fragen, wann der nächste Zug kommt, so ungefähr. Unsere Geschwindigkeit ist etwas abgesunken.
Hier gibt es jetzt Lichtsignale. Immer wenn ein W in einem, also auf so einem runden Schild auftaucht, muss man hornen. Hier ist 30, darum gerade jetzt, oder eine Ankündigung für 30, darum gerade musste ich gerade die AWS bestätigen. Ich höre auch irgendwo einen Luftpresser, oder meine ich halt nur? Türen auf. Leider wird man jetzt immer meine mechanische Tastatur im Video hören. Es stört mich auch ein bisschen, aber sie funktioniert wenigstens. Meine letzte Tastatur ist leider so ein bisschen kaputt gegangen, habe ich mir gedacht. Systemwechsel, ja. Türen sind zu. Hinten dran hängt noch eine Class 37. Das hat den Hintergrund, dass früher musste halt eine Wende vollzogen werden. Oder eher gesagt, da musste die Lok halt einmal um den Zug laufen. Und darum haben die jetzt vorne und hinten eine Class 37 angehängt. Wir fahren jetzt hier über eine wunderschöne Drehbrücke. Eine Swing Bridge. Ja, die hat richtig Swing. Wunderschön. Leider nicht animiert. In der Bedienungsanleitung stand, dass die Lokführer das sowieso nie sehen. Kann ich auch zu einer gewissen Weise nachvollziehen. Schön ist es natürlich, wenn man das auch sieht. Aber ja. Ja, wegen der Swing Bridge hatten wir jetzt gerade auch die Geschwindigkeitsbeschränkung von 30. Jetzt können wir wieder Gas geben. Osten von England scheinen dann hier auch hier so Windmühlen oft verbaut zu sein. Das sieht ja fast aus wie in Holland. Eine wunderschöne Windmühle. Ja, toll. Gefällt mir. Die haben auch etwas eigenes Wetter hinzugegeben sozusagen. Man sieht das hier an den Wolken. Auch selten gesehen sowas. Wirklich schön gemacht. Wir werden jetzt gleich Hedisco erreichen. Sollte man auch irgendwann mal anbremsen. Oder auch ein bisschen stärker.
voll ausgelöst. Alter Schwede. Das brauchen wir jetzt auch. Oh, da kommt aber auch kaum was rein, ne? Hm. Also wir sollten hier auch einfach nur anhalten. Hm. Right away. Okay. Mhm. Interessant. Dass es was gibt. Hä? Redham wieder Leute aufnehmen? Also der Diesel rastet irgendwann komplett aus. Hier sieht man jetzt auch noch hier so Küstensachen. Also viel Wasser. Eine wirklich wunderschöne Strecke. Wunderbar. Jetzt gleich sind wir schon in Redham, wo die zwei Strecken zusammenkommen sozusagen. Oh, ein bisschen schnell. Die Lok wird hier auch immer so ein bisschen hin und her geworfen. Das hier ist übrigens die Ansicht Nummer 5, die normalerweise Passagieransicht wäre. Sehr schade, dass es da keine gibt in den Waggons. Aber ja, muss man dann wohl so hinnehmen. Ja. Jetzt wurde es wieder weggeklingelt wegen dem grünen Signal. Jetzt können wir auch mal aufhören zu bremsen hier. Da steht ja keiner hier.
Jetzt geht's ganz langsam nach Wrentham rein. Wrentham? Wrentham, Wrentham? Ich weiß es nicht genau. Direct Rail Services. Yale. Jetzt geht's hier nochmal über so eine. Über eine Swing Bridge. Wrentham Swing Bridge. Ah, da ist auch der Brückenwärter. Wunderschön. Hier ist ein Vorsignal. Als Formsignal. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte so. Nee, wollte ich auch nicht. Nee. Völlig verschaltet. Oh, wir sind viel zu schnell. Möchte ich nicht, ja? Möchte ich einfach nicht. Die haben nämlich extra Sounds hinzugefügt, wenn die Signale zurückfallen, sozusagen. Das werden wir uns gleich auch mal anhören. Hier dürfen wir ja 60 fahren. Hier kommen dann wahrscheinlich auch die Gleise aus. Great Jarmouths hinzu. Hier sieht man auch sehr schöne Telegrafenmasten. Wir bleiben mal hier stehen. Schauen uns mal Wrentham an. Wherry Lines. Wherry ist übrigens dieses Boot hier und damit wurden früher viele Passagiere und auch Waren transportiert, wo die Eisenbahn und die Straße noch nicht so eine große Rolle spielten. Wir fahren los. Wunderschön.
Diesel. Unglaublich laut. Kommen jetzt nach Kentley. Schön, dass den Bäumen dann so nach und nach auch Spiegelbilder zugewiesen werden. Wunderschön. Ja, leider eine Limitierung des Spiele-Engines. Alter Schwede, was ist das denn? Sachen auf See. Hier können wir eigentlich anhalten. Wunderschön, Kentley. Jetzt mal das Anfahren hier von außen noch mal genießen. Ich finde es wirklich toll. Wunderschön, unglaublich. Auch diese wunderschönen Wolken hier, also ja. GSMR GB für Great Britain. Schön, so sieht das also
aus. Von Siemens und hier oben, was ist das hier? Keine Ahnung. Radio von Philips. Also würde ich ja mal gerne, ich weiß es nämlich nicht. Weil das ist ja eigentlich das GSMR-Gerät, also sozusagen der Ersatz für den Zugfunk oder der Zugfunk. Und hier, das scheint nochmal sowas Ähnliches zu sein. Mich würde ja interessieren, wie das zusammenhängt hier, das obere und das untere. Ach, das ist wahrscheinlich einfach Zugfunk sozusagen, ganz normal. Und das ist dann dieses GSMR. Analog, digital. Tja, weiß man nicht. Ich zumindest nicht. Aber wenn ihr das wisst, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Auch hier immer wieder versetzte Bahnsteige. Also das heißt, dass die Bahnsteige der Gegenseite dann oder der Gegenrichtung dann versetzt zu denen in meiner Richtung sind. Engländer wissen, was Hörner sind. Zweitonhorn. Wunderbar. Vorsignal ist grün. Hier sieht man auch auf der linken Seite hier unten das. Das ist dieser sozusagen die Bautenzüge oder ich weiß nicht genau, wie man es sagt, Drahtseile, die Formsignale steuern. Voll auslösen hier. Jetzt kommen wir da nicht rechtzeitig zum Stehen. Luftpresser, schön. Ich wollte nur noch mal das Luftpressergeräusch hören. Brandy, machen wir mal die Türen auf. Und schauen uns mal die Station ein wenig an. Oder eher gesagt den Bahnhof. Wieder ein paar Schiffe. Wunderschön. Ja, auch die Umgebung ist meiner Meinung nach sehr schön gestaltet. Auch die Bahnübergänge. Wirklich schön gemacht. Wir werden mal hier die Treppe hochgehen. Schön. Kann man sich mal einen Überblick verschaffen. Hier unten Rangiersignale. Dieses Tier steht auf Halt. Wenn der rote Balken hier oben wäre, sozusagen, also so 45 Grad hoch, dann würde es auf Fahrt stehen und die grüne Scheibe hier würde leuchten. Wir werden hier schön vom Diesel angeblasen.
Oh, jetzt gleich sind wir erst schon in Norwich. Soll angeblich auch einen sehr schönen Bahnhof haben. Den werden wir uns natürlich gleich mal kurz angucken. Vorne geht es wieder runter auf 20. Wir hatten voll wenig Vorbeifahrten. Unglaublich. An dieser Brücke, ich meine, das wäre diese Brücke, da bin ich schon öfter mal hergefahren, da ist immer 20. Ich weiß nicht, was da los ist. Scheint irgendwie kaputt zu sein oder ich weiß es auch nicht. Einsturz gefährdet. Irgendwas ist mit dem Ding. Ah, ist wirklich nur ein kurzes Stückchen. Schön. Man sieht schon die Vorläufer von Norwich hier. Hier kommt wahrscheinlich die Strecke von Great Jarmouth hinzu, also der obere Teil sozusagen. Ihr habt es ja eben auf der Karte gesehen.
Nächste Hauptsignal ist rot. Bleiben wir hier stehen. Und harren mal der Dinge. Da drüben, das dürfte eine Class 90 sein. Es geht weiter. Brauchen wir nichts zu rasen, da vorne ist 15. Jetzt hat sich hier auch das Bild verändert. Eben war ja einfach nur, war die Fahrstraße anscheinend noch nicht zu Gleis 5 gestellt. Sehr schön. Ich finde es auf jeden Fall mal schön, Szenarios zu spielen, wo man auch wirklich mal zum Halt kommt. Finde ich jetzt gerade ein bisschen komisch. Da links ist ein Signal. Rot. Hier ist auch wieder die Strecke elektrifiziert. Der Rest war ja nicht elektrifiziert. Wir halten mal hier an. Ja, können wir
können uns auf jeden Fall nochmal kurz hier den Bahnhof von Norwich anschauen. Norwich Station. Ein wunderschönes Teil. Auch hier ein Kopfbahnhof. Einfach wunderschön gemacht. Hier steht unsere Lok und unser Zug. Ja, und damit ist das Szenario auch sozusagen zu Ende. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und wenn dem so war, könnt ihr gerne einen Daumen hoch am Video klicken oder einen Kommentar hinterlassen. Würde mich sehr freuen. Und ich verabschiede mich. Der Rob sagt Tschüss.